Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge des 19 auf dem PC auf der Pleasant Valley County. Ja, bei Feldarbeit, ja, und nicht im Sandkasten. Doch, doch. Wir sind noch im Sandkasten unterwegs, ne? Hab da ein bisschen Plan entwickelt, hab natürlich ein bisschen geguckt, wo noch Ölpumpen hinkommen. Aber das gucken wir uns gleich an. Ich habe mir auch einen dritten Dumper gekauft. Unsere normalen LKWs sind ja wieder zurück zu ihren eigentlichen Aufgaben. Das heißt, die MP8 sind wieder oben am Betonwerk, die anderen stehen am Silo alle. Ich wäre nur noch mit den drei Dumpern Sand verkaufen, denn wenn man sieht, wir waren schon recht erfolgreich. Wo blende ich denn hin? Hier so rum 9,4 Millionen. Ne? Also es ist schon das ist so ausreichend. Er hatte auch Mauro, sage ich es jetzt richtig, ich glaube, geschrieben. Ich hoffe, ich habe es mir jetzt richtig gemerkt. Ich soll mir so einen A40-Hänger kaufen. Also das ist ja der hier, der lädt dann wirklich eine Million. Ne? Also da sind genug Nullen dabei, ne? Dass dann eine Million wird. Ne? Diejenigen, die anderen werden es wissen, dass ich hier mich total verguckt habe. Ist interessant. Ja, ne? Preislich gesehen ist auch nicht so schlimm, ne? Aber müsste ja dann das Teil hier als sozusagen als Trailer oder als Zugmaschine nehmen, also dieses Knickgelenk mit hinten dann Offlieger dran, also der Knick doppelt beim Fahren, also ja, weiß nicht. Weiß nicht, ob er dann so um die Ecken kommt, aber ich sag mal, ich habe mit den Dumper jetzt hier nicht die schlechtesten Erfahrungen gemacht, die 600.000 sind zwei Fräsen voll. Ach, das ist, glaube ich, das passt schon, ne? Und das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, weil wenn wir beim Gucken sind, also es sieht momentan so aus, hier Wachstum, wir sind hier kräftig am Rudern, dass wir noch hier alles gedüngt kriegen. Ne? Und zwar hier unten, der wird gleich fertig sein auf der 61 hier mit dem letzten Stück Unkraut, dann müssen hier noch 43, 46, 47, 50 muss noch Unkraut befreit werden. Ja, und hier ist einer am Düngen, dachte ich, der wird sich Dünger holen. Ja, der macht sich ja auch gerade auf der Weg 175, da war auch nicht mehr viel drin, wo ich eingestellt habe. Der holt sich Dünger. So, dann müssen wir die Felder hier unten noch düngen. Ich weiß nicht, ich meine, wir sind ja jetzt schon bei knapp 19 Uhr schon, nicht 18, 19, sondern schon, ja. Ob man das Düngen alles noch am heutigen Ingame-Tag schaffen, weiß ich nicht. Also das Spritzen möchte ich schon noch fertig kriegen am heutigen Ingame-Tag. Und darum hatte ich vorhin hier Wachstumsstufe geguckt. Da sieht es eben so aus, dass man da theoretisch 43, 46 ist so ein bisschen. Erntereif kann es noch nicht sein. Auch könnte letzte Wachstumsstufe sein. Hier auf 7 und 8 müssen wir ja auch noch düngen. Ne? Ja, dann ist eigentlich hier so. Also ich liebe Oakley ja wirklich hier mit den großen Feld. Ne? 5,024 Millionen. Ne? Da muss ich mir noch überlegen vor der Nacht, aber ich denke mal, da werde ich wohl zuschlagen. Ja. Aber sicher bin ich mir noch nicht, aber denk mal schon. Also ich wäre nicht unten. Ja, das nächstgrößere Ausgabe ist dann wahrscheinlich hier unten das Ölfeld. Meine würde ja auch schon reichen, das Geld gerade jetzt so, dass man hier wirklich die eventuell auch die Pipeline bauen können. Aber ich bin mir eben nicht sicher, wenn wir die Pipeline bauen, ob wir dann nur mit dem Tanker abholen können. Weil wir können ja mal hinspringen. Achso, es geht nicht, ne? Ah, das ist so weit weg, dann. Hier ist mal an der anderen. Achso, ich wollte ja mal gucken, wie es hier aussieht. Und zwar, hier sind 318 Liter im Fass drin. Bei den anderen oben waren es, glaube ich, auch 300. Warum es eine krumme Zahl ist, weiß ich nicht. Weiß eben nicht, wenn wir die Pipeline bauen, ob wir dann hier. Also, ich kann hier, wenn ich das Teil besitze, kann ich eine Pipeline bauen, indem ich hier irgendwelche Rohre abgebe. Ich glaube 100.000 Liter hat mir mal jemand geschrieben. Also das ist nicht das Problem, die haben wir. Ne? Und dann weiß ich nicht, ob hier jetzt auch mit einem normalen Tankfahrzeug das Rohöl abholen kann. Also Paletten gehen wohl dann nicht mehr. Oder ob ich zwingend hier, ist ein Symbol dran? Ne, hier ist keins. Ob ich zwingend hier mit dem Tanker immer abholen muss. Ne? Ups, reingefallen. Das weiß ich eben nicht. Also ich weiß, dass welches, also mir hat es einer geschrieben, dass ich da mit dem Tanker, wenn ich es beladen will, ich dachte, hier war ein Symbol dran, ne, hier ist keins. Dann müsste ich es, könnte ich mit dem Tanker abholen, ne. So, er steht noch hier rum. Wir hatten uns hier nochmal, hatte ich das noch in der letzten Folge gemacht, den Punkt, da weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Wir machen jetzt hier auch eins, auch wenn die Lichtverhältnisse bescheiden sind, weil wir jetzt nicht richtig die Linien sehen. Ne? Ich habe hier hinten einen Weg gemacht. Wir werden hier hinten nochmal anbinden. Wir werden hinten einen Parkplatz 3 machen. Wir müssen erstmal hier noch Autotreifen-Editor richtig anschalten. Ja, also bei diesem komischen Licht sieht man das nicht so richtig. Aber ich denke mal, ich komme dann hier trotzdem noch zurecht. Es reicht, wenn er hier abbiegt. Wir starten mal die Aufnahme. Ne? Und da geht es eben schon los. Ne? So richtig passt das hier nicht. Ne? Den müssen wir auf alle Fälle schon mal mit denen verbinden. Machen wir gleich mal hier noch ein bisschen Platz. So, und hier hinten sieht es eben so aus, dass wir da habe ich eine Schleife ausgefräst schon, ne? Und hier werden wir rechts eine Ölquelle bauen können. Ich glaube, der Sandhaufen hier war es. Und dann glaube ich da hinten und linker Hand ist noch irgendwo eine. Also wir können hier drei Ölquellen sozusagen noch erschließen. Wir werden zwar hier noch den ganzen Sand wegfräsen. So, hier machen wir mal noch einen Streckenpunkt hin. Parken 3. Oh, ist berechnet. Irgendeiner hat sich wahrscheinlich jetzt hier Dünger geholt. Hier nochmal anschalten, dass ich die Ecke mit wegkriege hier. Ja, beide Rubicons sind fertig. Müssten wir eigentlich sofort hin. Aber den Weg will ich mal hier schnell fertig machen, dass dann die Dumper hierher zurückkommen. Aktuell verkauft wieder einer, wie wir sehen. Ne? Wir machen hier den Abzweig trotzdem in beide Richtungen. Weil gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich das dann hier nutzen kann, weil es tut ja nicht weh. Ne? Oh, kein Platz mehr beim Hühnern für Eier. Das haben wir ja wieder mal ewig nicht hingeguckt. Aber zum Glück steht dort, glaube ich, in unser Radlader oben. Aber was mir auch so einfällt, wir haben ewig die Tiere nicht sauber gemacht. Das ist alles auch, die haben wir total vernachlässigt. Ne? Da werden wir noch Ärger kriegen. So, hier brauchen wir natürlich mal noch einen Abzweig. Das müssen wir mal hier auflösen. Das verbinden wir mit denen. Und dann machen wir hier einfach mal so ein paar Punkte nach unten. Und das verbinden wir. Da kommt es jetzt nicht so drauf an, ob wir die Kurve exakt ausfahren. Das passt schon soweit. Wir fräsen mal hier noch am Eck einfach was weg, dass wir besser rumkommen. Da kommt nämlich schon der erste Kandidat. So, und da machen wir hier einen Punkt und da könnt ihr hier abdüsen und hier nehmen wir einfach den zu den. Wie gesagt, Lichtverhältnisse sind ein bisschen bescheiden. Also wir müssen jetzt gleich mal hier noch den Punkt verschieben. War der hier und der muss jetzt zum Ölfeldern.
da rein. Da haben wir wieder ohne Leerschritt gemacht. Also das ändern wir aber noch. Das so viel Zeit muss sein. Das können wir ja relativ einfach ändern, indem wir einfach hinfahren. So, welches ist der Punkt? Ne, der müsste sein, ne? Genau. So, dann machen wir hier mal noch ein Leerzeichen dazwischen und speichern wir das Ganze. Da sollte das funktionieren. Jetzt werden wir noch eins machen. Wir werden die drei Dumper entsprechend hier umdirigieren, dass die dann hier zur 3 kommen und nicht mehr zur 2. Das werden wir noch machen. Er ist voll. So, er war gerade Birmingham abgeben. Hier nehmen wir kurz raus und dann schicken wir ihn hier halt zur 3. Der andere ist hier flott unterwegs. Der fährt auch zur 3. Hier machen wir mal aus. Und ihn nehmen wir mal raus und schicken ihn zur 3. Er wird jetzt hier kurz eine Ehrenrunde fahren, aber... Oder beziehungsweise nehmen wir einfach ein Stück zurück und dann fährt er schon hinter. Ja, dann fährt er doch eine Ehrenrunde. Soll mir egal sein. Er wird schon hinten ankommen, wenn wir das nächste Mal dort sind. So, Strecke raus. Wir müssen auch in die andere Richtung. Und zwar hier vorne werden wir jetzt wieder ganz einfach temporären Kurs generieren. 4421 Liter sind noch drin. Hier 43 wird das nächste. Also für die 43 reicht es auf alle Fälle. Mache ich mir jetzt gar nicht die Mühe, noch den AD-Punkt umzustellen. So, erster Wegpunkt. Abfahrer einstellen. So, Abfahrer entlassen. So, er hat noch 4100. Na gut, der müsste die 50, die wird er noch schaffen. 50 müssten wir da noch machen, oder? Genau. Da fahren wir mal flink hin. Was auch immer auf einer 16-fach-Karte flink ist. Also 10 km/h ist nicht flink, ne? So, dann können wir nämlich, es sieht ganz gut aus, dass wir der Folge vielleicht hier unsere Unkrautspritzaktion abschließen. Ja, und je mehr ich drüber nachdenke, eigentlich hier oben fällt 64, das wäre das Richtige. Weil wenn wir das andere alles gucken, wachstumstechnisch, ist bei den anderen größeren Feldern hier unten, wie zum Beispiel eine 80 oder hier drüben eine 70, ist einfach nichts los. Ne? Ich meine, hier, das ist auch schon lange verdorrt. Warum das oben nicht abgeerntet wird, das Feld, das weiß ich nicht. Aber das werden wir auch nicht mehr rausfinden, weil ich denke mal, vorher gehört es uns. Ne? Denn wir könnten dann selbst schon am nächsten Ingame-Tag dort auch einen Thresher losschicken mit einem Abfahrer. Ich würde dann eigentlich auch am liebsten hier drüben das Stück Land mitkaufen, das hier. Nochmal eine Million, dass wir dort das Hofsilo nutzen können. Wir haben ja schon auf der rechten Seite auf der Insel, sagen wir mal, auf der rechten Seite der Karte, ist ja keine Insel. Da haben wir ja auch die Hilltop-Farm schon mitgekauft. Also das würde ich dort auch machen. Also das ist jetzt nicht so... Das Spritzmittel müsste reichen. Und natürlich dann für den nächsten Durchgang von Ansehen haben wir natürlich richtig schönes
großes Feld, ne? Wo man auch mal richtig auch eine Aktion machen könnte. Ja, so Zuckerrüben oder euch und sowas. Nee. Lieber nicht, ne? So, laufen wieder beide. Halt, dann können wir hier ein bisschen weit machen. Ah, kommt gerade ja angefahren. Das passt ja gut, ne? Wenn wir gleich mal hier noch was eingeladen kriegen in seinen Dummborn. Ja, ein LKW ist auch unterwegs hoch zu Black Diamond, dass wir dort noch, ich glaube, zwei oder drei Ölpumpen sind noch. Ne, zwei sind fertig und eine dritte wurde gebaut. Ne? Ich meine, das passt eigentlich ganz gut. Da wird man es hier auf 5 Pumpen bringen. Denn hier vorne ist ein Vorkommen drunter. So, das werden wir jetzt hier gleich mal freifräsen. Ich meine, ich habe schon überlegt, ob ich den Radlader, den wir gekauft hatten, wieder verkaufen. Weil wir werden den nicht mehr nutzen. Also nicht in dem Sinne nutzen. Denn ich denke mal schon, dass ich hier mehr mit der Fräse arbeite. Es ist einfach, ja, schon effektiver, klar. Ne? Hier so ein paar Sandhaufen. Oh, habe ich da einen zu sehen? Nee. Oder oh, mache ich jetzt einen falschen Sandhaufen? Na, das könnte auch noch passieren, ne? Nee, war glaube ich der. Boah, hier taucht nichts Schwarzes auf, ne? Doch. Wir haben einen richtigen Sandhaufen. Da ist es. Weil wir haben jetzt drei Dumper, jeweils 200.000. Also das ist schon... Eine klar wäre das reizvoll hier den Millionenhänger schon, ne? Den wird man auch voll kriegen, das wäre auch nicht das Problem, aber na, ich weiß nicht, mir gefällt die Kombination nicht, dass der so knickt. Ne? So eine Rubicon ist wieder fertig. Den werden wir aber erst noch hier komplett befüllen. Und wir werden jetzt in der Folge, werden wir keine Ölpumpe mehr herkriegen. Ich weiß auch nicht. Na, ich möchte eigentlich schon fast noch die Ölpumpe hier stellen. Muss ich wirklich so sagen, dass wir wenigstens noch eine dritte vor der Nacht haben. Nacht wird hier definitiv übersprungen, ne? Also geschlafen. Das steht eigentlich auch fest. Dass wir das ja machen. Wie gesagt, der ein oder andere wird zwar sagen, ah, ja, wenn er mit F5 guckt und sieht, wo die Bohrlöcher oder die Triggerpunkte sind. Ja, aber meine, mich würde es nicht stören, hier den Sand einzusammeln alles. Also ich könnte hier, will jetzt nicht sagen, stundenlang Sand fräsen, das vielleicht auch nicht. Aber ich sag mal, ja, nur beim Sandfräsen zu gucken, ist vielleicht auch nicht so schön. So, ein Rubicon ist fertig und ein Düngerstreuer ist fertig. Ne? Dann müssen wir uns erstmal darum kümmern. So, er ist voll, er haut ab. Die Rubicon ist es nicht. Es ist natürlich die andere. Das ist die auf der 43. 3200 Liter hat er noch drin. Das sollte für die 46 noch reichen, oder? Ah, wohl kann knapp werden. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Erstmal nehmen wir den hier raus, klappen hier wieder auf.
Wir stellen ja einfach 46 im Autodrive ein und dann wiederholt er sich was oder er erledigt ohne Nachschub. Wäre auch nicht schlimm. Müsste eigentlich noch Spritzmittel da sein. Also es ist nicht so, dass es jetzt nicht reichen sollte. Waren ja gleich beim letzten Mal geguckt, haben 100 und 1000 Liter noch. Wie viel sind es denn gewesen? 6 mal 7 mal, also um die 100.000 würde ich jetzt schätzen, müssten noch dort drin sein in der Produktion. So, hier kann er weitermachen. So, den hier nehmen wir natürlich raus. Ich vermute mal, das ist der auf der 32, genau. So, hier Abfahrer entlassen. Kurs rausschmeißen. Dann kann er gleich hier drüben auf der 31 weitermachen. Oh, ich sehe gerade, wir hatten da nicht umgestellt, wo wir von der 33 rübergefahren sind. Das heißt, wir sind von der 33 zur 32 gefahren. Naja, gut. Aber so ist es manchmal. So, Kurs generieren auf 31. Das sieht nur so aus wie einmal hin und her und zurück, ne? Ja, stellen wir jetzt aber vorsichtshalber auf 31 um, obwohl, ne, 7600 Liter Dünger müssen reichen. Aber der Form halber machen wir es. Ja. Der Form halber ist natürlich auch wieder hier oben drin. Im anderen Ordner 31 Abfahrer einstellen. Ne, das war jetzt Quatsch, ne? Sauber gemerkt, hier müssen wir einen Abfahrer einstellen. So, nächste Rubicon ist fertig. Wie viel hat sie noch drin? 2443 Liter. Reicht das noch für Feld 47? Dann das letzte Feld, was gespritzt werden muss. Ne? Also wir stellen hier trotzdem schon mal um auf 47. Egal wie. Ob es jetzt packt mit den Litern oder nicht. Ja, das wird zu knapp. 2430. Ich weiß nicht. Weil wir können auch mit der anderen Spritze dann, ja, müssten wir an derselben Stelle ungefähr einen Kurs generieren. Dann wird es schon funktionieren. 47. Dann gucken wir mal kurz hier, wie viele Wegpunkte es sind. Da kommt hier eine Ladung Sand. So, 75 ist geschafft. Können wir hier einen Abfahrer entlassen. Natürlich jetzt ein Stück weiter zum Fahren. Er hat noch 8400 Liter drin. Gut. Das ist natürlich jetzt... ja gut, das geht nicht. Müssen wir selber hinfahren zu Feld 8. Oh, bei den Hühnern waren wir immer noch nicht. Bloß wenn ich ihn jetzt losschicke mit 84%, dann fährt er natürlich zum Hof. Erstmal sich vollladen. Das wäre eigentlich momentan, würde ich sagen, nicht nötig, weil er könnte ja erstmal die 8 und die 7 auf alle Fälle noch düngen. Der Dünger reicht für die zwei Felder. Meine, obwohl man verschätzt sich, ne? Also die Felder sehen ja hier nicht groß aus, ne? Aber ich sag mal, auf einer Standardkarte wären sie schon groß. Sind dann doch hier ein bisschen andere Dimensionen. Und ob ich jetzt heute am Ingame-Tag noch eine Folge aufnehme, glaube ich fast nicht. Mal gucken. Wer denn hier nach der Folge bestimmt noch, na, 20 Minuten, denke ich mal, werde ich schon noch spielen. Wenn ich so auf die Uhr gucke. Und da werden wir mal schauen, wie weit ich da komme. Da werde ich mir die Ölpumpe oben noch holen.
Die will ich auf alle Fälle schon noch aufbauen. Vor der Nacht, die Ölpumpe, also das steht auch fest. So, Feld 8. Also da möchte ich schon noch, dass wir da mal 3 Pumpen die über Nacht fördern. Da könnte man am nächsten Ingame-Tag natürlich auch gucken, was man dann dort schon mal an Rohöl in die Raffinerie bringen können. Die Raffinerie gehört uns ja schon. Die haben wir ja schon gekauft. Hier unten die Shell-Raffinerie haben wir ja gekauft, weil eben an der Raffinerie hier das ganze Grundstück hinten mit dran hängt, was uns eigentlich da so ein bisschen in die Karten spielt. Ne? So, halt so rum und dann halt so rum. Dann laden wir ja aus. So, ich glaube, hier drüben waren die Triggerpunkte. Da ist natürlich einiges frei. Und schon ist die Fräse wieder voll. Ne? Mir hat auch ein Zuschauer geschrieben, das mit dem Feldrandkurs mit Kursblätter zu machen. Ja, habe ich schon drüber nachgedacht. Das einzige Problem, was ich habe, wenn wir hier mal Kursblätter anschalten, bei den Trecker zum Beispiel, selbst wenn ich jetzt hier umschalte, ich kann hier nichts auswählen. Ich kann keinerlei Feldarbeit mit der Fräse ausmachen. Das Fräse wird Kursblätter nicht unterstützen. Ne? Weil was ich auf einem anderen Spielstand schon mal probiert hatte, halt hierhin wollte ich, es gibt natürlich nee, die sind es nicht. Dann ist doch einer. Gibt es doch ein. Genau, hier ist einer. Also der lädt auch den Sand. Ne? Weiß nicht, ob der mit Cosplay fährt. Das habe ich nicht ausprobiert. Es ist natürlich dann die Frage, wenn er so als Drescher fungiert, müsste man natürlich auch einen Abfahrer hinrufen können, automatisch. Ne? Wäre noch mal so eine Überlegung. Ja. Aber wie gesagt, das weiß ich nicht sicher, aber ich denke, das Teil müsste Sand können, denn die ganze Symbolik, was ich unten sehe, das heißt ja, da würde ja den Standardfülltyp laden oder die Standardfülltyp-Kategorie. Ja. Und von der Sache her müsste das eigentlich funktionieren. Meine wäre auch eine interessante Sache, aber das wird man jetzt eh nicht mehr rauskriegen. Ja, wenn man den ganzen Sand aus der Wüste verkauft, zu schlechtem Preis, oder man müsste wissen, wie viel es denn im Endeffekt ist. Also wir können nicht mehr nachzählen. Der Zug ist bei uns abgefahren. Das ist schon lange erledigt. Dass wir da überhaupt mitzählen könnten, wie viel Ladung Sand oder wie auch immer ich weggeholt habe, das kriegst du so nicht mehr raus. So, es wird wieder Sand abgeladen. Ne? So, hier gucken wir nochmal hin. Rubicon auf Feld. Ja, was ist es denn nun? Feld 41 ist fertig. Ne, 41 ist ja das andere Feld. Ich sehe es nicht. Feld. Falscher Drücker. Feld 46. Der andere macht ja die 47. Also, Abfahrer können wir hier entlassen. Wir können den Kurs rausnehmen. Das können wir zumachen. Und wo fährt er hin? Waschplatz, genau so sieht das aus. So, hier Waschplatz 1. Die Sämaschinen sind alle weggeräumt vom Waschplatz. Das ist soweit auch erledigt. Nochmal hier Ladung Sand. So, was macht der andere Kandidat? Auch fertig, ja, eigentlich. Punktlandung, ne? Ja. Ja gut, 10 Sekunden. Dann hätten wir eine halbe Stunde voll. Wird so lange brauche, um hier sein Equipment zusammen zu klappen.
Ne? Den können wir wegnehmen und dann können wir ja auch sagen, Waschplatz 2. Natürlich als Abholen, Ablieferungskurs lasse ich erstmal so drin. Ich glaube, ich nehme es dann noch raus, um hier oben naja, so ein anderes Silo sonst mit platzieren zu können. Ne? Den müssen wir auch zum Weg fahren, sonst sucht er ja ewig rum. Aber einstellen werde ich ihn jetzt nicht mehr. Also doch, wir werden schon noch hinfahren lassen. Wie gesagt, er fährt ja hier zum Waschplatz 2. Und ich würde sagen, wir machen sozusagen ja, am Freitag weiter. Ne? Das ist schon wieder. Die Woche ist rum wie nichts, kann ich da nur sagen. Also ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Und ja, da gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Sand rumbuddeln. Ne? Also in dem Sinne, bis dahin und tschüss.